Also ich bin die Ingrid Leser. Ich wohne hier in Bernau, bin zwar nicht in Bernau geboren, aber bin in Bernau dann zur Schule gekommen, bin also mehr oder minder in Bernau aufgewachsen, hier an der Grenze und habe eigentlich so als Kind, Jugendlicher so die Grenzsituation miterlebt, diesen eisernen Vorhang, diesen strenge Grenze, wenn wir dann Pilze suchen gegangen sind oder Beeren suchen, wo die Eltern gesagt haben, pass auf, kommt ja nicht rein, die scheißen. Und somit hast du eigentlich da so ein bisschen ein Feindbild über die Tschechen bekommen, so als Kind. Ne? Ja, was mich dann einmal irgendwie zum Nachdenken gebracht hat, das war die Zeit in England, als man mich fragte, sprichst du Tschechisch? Hä? Wieso soll ich Tschechisch sprechen? Warum? Also auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Und es waren dann schon so Anhaltspunkte, wo ich dann angefangen habe zu überlegen. Also da war ich dann schon ein bisschen älter, über 20, und da kam der Verstand dann ein bisschen anders und man hat dann anders darüber nachgedacht. Also wie gesagt, ich wohne hier in Bernau und setze mich halt ein. Mein Anliegen ist es, dass die Menschen hier in der Mitte Europas, im Herzen Europas, aufeinander zugehen und miteinander leben. Da sind Menschen und da sind Menschen. Dass dieses Vorurteil endlich ausgemerzt wird. Meine Mutter stammt also von drüben. Sie ist also Deutsch-Böhme, also Egerländerin. Und sie hatte eine Freundin, die noch in Plan lebte. Und sie hatten sich 40 Jahre nicht gesehen. Und es war dann schon dieses Fieber, wenn jetzt in Mering die Grenze aufgemacht wird am 1. Mai, dann treffen wir uns da. Bernau-Mering ist ja nicht weit. Und wirklich, die beiden haben sich dann getroffen und es war ein Hallo. Und diese Freundin meiner Mutter, deren Schwiegertochter, die war Lehrerin damals in Marienbad an der sogenannten Volkssprachenschule. Und sie hatte damals schon geäußert, du, ich möchte Kontakt. Ich möchte Kontakt zu einer Schule, dass wir was aufbauen können. Und genau an dem 1. Mai sind wir dann von Mering gleich nach Tirschenreuth gefahren. Ich hatte das schon arrangiert mit den Lehrern vom Gymnasium in Tirschenreuth, weil ich dachte, Sprachenschule, das passt vielleicht besser zum Gymnasium. Wir hatten damals mit dem Rektor, mit Herrn Heigl und mit einigen Lehrern schon das ausgemacht, haben uns dann im Gasthaus getroffen und haben also über die Partnerschaft gesprochen, was wir machen könnten. Haben aber dann festgestellt, dass das Gymnasium wahrscheinlich doch nicht die richtige Schule ist. Und somit habe ich dann gleich unsere Schule gefragt. Also ich war Lehrerin an der damals Hauptschule in Tirschenreuth und habe gesagt, wie schaut's denn aus? Könnten wir vielleicht eine Partnerschaft mit Tschechien machen? Ja, warum nicht? Der Rektor war also gleich begeistert. Und wir sind dann im November mit der Klassenlehrerin der 8. Klasse, der Rektor und ich sind dann gleich rübergefahren, haben also dann Kontakte zu der Schule aufgenommen, an der also Frau Czerna gearbeitet hatte. Und und somit war eigentlich das schon besiegelt, also noch nicht schriftlich, sondern wir machen eine Partnerschaft. Dann kam die tschechische Schule, also diese Marienbader Schule, die kam dann bereits im Dezember mit einer Klasse rüber, beziehungsweise mit einer Musikklasse. Die haben dann schon Weihnachtslieder gesungen, wir haben sie bewirtet. Also das war der erste Kontakt. Zunächst hat man erstmal Briefe ausgetauscht, wer man ist, sich vorgestellt, also die 8. Klassen drüben, unsere 8. Klassen. Das war so der Anfang. Erstmal Briefe austauschen und dann, wie gesagt, hat man sich da im Dezember das erste Mal getroffen. Und dann ging das weiter. Ja, was machen wir jetzt? Wir hatten also praktisch offiziell noch keine Urkunde und nichts. Wir haben das dann so 4 Jahre lang locker offen gemacht. Das heißt also, wir haben die Schüler ausgetauscht. Eine Woche bin ich mit einem Auto voll rübergefahren, also mit 4 Schülern. Dann haben die einen Tag lang den Unterricht beigewohnt drüben. Und umgekehrt, die nächste Woche sind die mit 6 bis 8 Schülern mit einem Kleinbus gekommen. Und dann konnten also die tschechischen Schüler bei uns also praktisch mit im Unterricht teilhaben. Und nach 4 Jahren gab es also dann die offizielle Unterschrift, dass wir eine Partnerschaft besiegeln und so. Ja, und dann waren also praktisch die Schulfeste und die Sportfeste, das haben wir dann vieles miteinander gemacht. Vor allen Dingen, es war auch sehr schön mit den Kollegen. Wir haben uns 2-mal im Jahr dann auch immer getroffen, also zu Festen oder zum Kegeln und also irgendwelche Veranstaltungen. Also es war wirklich toll von Mensch zu Mensch. Es war großartig. Ja? Es war mir einfach dadurch, wo ich ja selber auch öfter mal im Ausland war und auch längere Zeit im Ausland war,
war mir das eigentlich schon wichtig, dass man sich kennenlernt, dass man einfach die Kultur des Lebens des anderen kennenlernt, dass die Vorurteile abgebaut werden können. Und gerade diese fürchterlichen Vorurteile, die bei uns an der Grenze bestanden hatten, das war das Allerwichtigste. Ich hatte einmal eine ganz, ganz dumme Antwort oder eine ganz dumme Aussage gehört, wo einer sagte, oh, das sind ja nette Leute da drüber, mit denen kannst du ja Spaß haben und mit denen kannst du was anfangen. Und man denkt, oh Gott, jetzt ist aber dringend notwendig, jetzt ist Handlungsbedarf. Die Leute müssen zusammenkommen, man muss merken, das sind auch Menschen, genauso wie wir. Genauso wie wir. Ich habe den Eindruck gehabt, man hat die immer für Wilde gehalten da drüben. So kam mir das vor. Und das war mir also schon wichtig, dass man von Jugend auf, also das kennenlernt. Ich habe das selber erlebt, eben als Jugendlicher, damals zu meiner Zeit in England war das eine Sensation, dass du als Jugendlicher darüber konntest. Und was ich dort erlebt habe, das würde ich nie missen wollen. Das war so eine Bereicherung für mein Leben, für später. Und so dachte ich, das ist ganz wichtig, dass man eben bei der Schule anfängt, bei der Jugend anfängt, dass die aufeinander zugehen, weil die ohne Vorurteile aufeinander zugehen können. Die Erwachsenen, die wussten von der Geschichte so viel und so weiter. Und da ist das und da ist das. Aber Jugendliche, das sind Jugendliche, die tanzen miteinander, die singen miteinander, die gehen miteinander weg und das ist dann ganz anders. Ich selber war dann 5 Jahre drüben in Tachau, immer jeweils Mittwoch mit 4 Stunden. Und habe also praktisch in den Abiturklassen sogenannten Konversationsunterricht gegeben. Und es war ganz toll, dass ich da gelernt habe, für mich persönlich, mit diesen Menschen zusammen, ob Lehrer oder Schüler, das war grandios. Das möchte ich nicht missen. Bloß ich durfte es damals niemandem erzählen, weil es illegal war. Weil der bayerische Staat leider nicht imstande war, europaweit zu denken. Leider. Also das heißt, die Menschen an der Basis haben alle schon zusammengeholfen, haben alle schon miteinander gearbeitet, ob das die Vereine waren, egal wer das war. Die sind alle schon aufeinander zugegangen. Nur die Obrigkeit hat es noch nicht kapiert gehabt. Das heißt also, tschechische Lehrer durften nach Deutschland kommen und wurden also akzeptiert und bezahlt. Bloß das Problem, deutsche Lehrer nach Tschechien, das war ein Riesenproblem. Und wenn ich das irgendwo angesprochen habe, da hat man irgendwie, das wollte man nicht. Also ich habe das damals teilweise privat gemacht, muss aber sagen, der Landrat Haberkorn, der damals Landrat in Tirschenreuth war, der hat es unwahrscheinlich unterstützt und war dahinter, dass ich das Ganze dann im Rahmen der Volkshochschule machen durfte. Also das heißt, ich war versichert und es war dann offiziell. Ja? Also wir haben mit der Schule, hat man den Wettbewerb gemacht, unsere östlichen Nachbarn. Die gewinnen den Preis 1.000 Euro. Also was machen wir mit den 1.000 Euro? Wir fahren nach Paris. Wir fahren nach Paris, was wollt ihr in Paris? Wir haben doch den Wettbewerb gemacht, unsere östlichen Nachbarn. Da haben wir in Prag. Ja, sag ich. Unversucht schmeckt nichts, wir schauen einmal. Vielleicht gefällt uns Prag, fahren wir mal rüber. Gut, ich konnte die Schüler überzeugen, wir sind nach Prag gefahren. Oh, Frau Leser. Da sind aber schöne Häuser. Das Essen ist ja gut, das kann man ja essen, das schmeckt ja wieder haben. Wieder Überzeugung. Das nächste, das, was ich noch nie gesehen habe, weil mir nicht aufgefallen war, Frau Leser, da sind keine Kaugummiflecken auf der Straße. War mir selber nie aufgefallen. Und die Menschen, die sind aber nett, die helfen da überall, die sind freundlich. Super, also es ist gelungen, die jungen Leute zu überzeugen und passt. Wir haben also praktisch unseren Auftrag erfüllt. Wir fahren nach Hause, ich fasse den Tag nochmal zusammen, was wir heute alles erlebt und gesehen haben in Prag. Und ich nun hoffe ich, dass eure Vorurteile, dass ihr die abgebaut habt. Prag ist dreckert, in Prag kannst nichts essen, in Prag sind blöde Leute. Wie bitte? Ihr habt mir doch heute ganz was anderes gesagt. Ihr habt doch gesagt, ihr seid jetzt überzeugt, wie schön das in Prag war. Und so. Frau Leser, das können wir ja nicht erzählen, das klappt uns ja nicht mehr. Also das heißt, die Schüler selber hatten was ganz anderes erlebt, wirklich Positives erlebt, aber sie haben sich nicht getraut, ihre eigene Meinung gegen die herrschende Meinung, was praktisch über Tschechien so damals noch teilweise üblich war, dagegen anzugehen. Das wollte ich euch damit nur sagen.